In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in Videokonferenz-Tools wie Microsoft Teams, Zoom, Jitsi, Google Meet und eure Diashow, eure Präsentation zeigen könnt. Per Bildschirmfreigabe in Diashow und Stages gibt es da einige Tipps und Kniffe, die man so beachten kann. Und ich muss zugeben, in diesem Video bin ich etwas aufgeregt. Bitte entschuldigt das. Auch das Bild ist etwas schief. Ihr werdet es gleich sehen. Da zeige ich einen kleinen Teil von mir selbst, was ich sonst nicht tue. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und hoffe, ihr könnt auch ganz viel für euch mitnehmen. Ihr seht hier in meiner Timeline, habe ich schon so ein kleines Projekt vorbereitet. Das besteht nur aus Bildern, da sind auch keine großartigen Effekte drin, nicht mal wirklich Spuren. Ich will euch einfach nur ein paar Tipps geben, wie ihr mal schnell euer Projekt zeigen könnt. Denn auch ohne euch Gäste ins Wohnzimmer zu holen, könnt ihr natürlich eure Fotos und Videos immer noch mit anderen teilen. Und wie ich finde, geht das mittlerweile sogar ziemlich gut über diese Videokonferenz-Tools, die ich eingangs genannt habe. Ihr könnt jetzt eigentlich das so machen, dass ihr den Bildschirm freigebt. Das ist eine Funktion, die, glaube ich, fast alle dieser Videokonferenz-Tools besitzen. Ja, wenn ihr nur einen Bildschirm habt, dann macht das am besten so, dass ihr euer Projekt öffnet und dann hier oben einfach auf Starten geht. Und dann drückt ihr mal gleich die Leertaste, dann pausiert die Präsentation nämlich. Wenn ihr bereit seid, wenn ihr loslegen könnt, dann drückt ihr nochmal die Leertaste und dann startet eure Show auch wirklich. Und ihr seht, jetzt kommen wirklich automatisch nach und nach meine Bilder, aber manchmal wollt ihr vielleicht noch was zu dem ein oder anderen Bild sagen und dann drückt ihr einfach wieder die Leertaste. Und wenn es wieder weitergehen darf, ihr beim nächsten Bild aber auch eine Pause haben wollt, dann geht ihr hier zur Pfeiltaste. Dann wird der Kameraschwenk und die Animation abgespielt. Aber das nächste Bild kommt noch nicht. Das wartet quasi noch, bis ihr wieder auf die Pfeiltaste geht. Also ihr könnt eure Show pausieren, aber mit den Pfeiltasten immer weiterschalten. Und wenn ihr sagt, okay, jetzt kann es wieder automatisch weitergehen, dann drückt einfach wieder die Leertaste. Und immer wenn euch mittendrin einfällt, nein, ich brauche mal eine Pause, macht ihr einfach mit der Leertaste eine Pause, kann es weitergehen, nochmal Pause. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr braucht. Wenn jetzt nochmal jemand sagt, oh, schalte doch nochmal zurück zum nächsten Bild, dann geht erstmal sicher, dass ihr hier pausiert habt. Und dann könnt ihr auch den Zurückpfeil nutzen. So einfach hier auf den Zurückpfeil und dann gelangt ihr wieder zurück. Aber die Show läuft nicht komplett hin und her, weil ihr ja immer noch pausiert seid. Wenn ihr euch gerade nicht sicher seid, ob ihr die Show pausiert habt, dann geht mal hier auf diese Leiste und wenn ihr das Play-Icon seht, dann wisst ihr, dass das pausiert ist. Und seht ihr, wenn ich jetzt die Leertaste drücke, dann habe ich hier das Pause-Symbol. Also eigentlich relativ einfach. Jetzt ist es ja auch so, bei einigen Programmen, bei einigen Videokonferenz-Tools kann man nicht nur den Bildschirm freigeben, sondern auch nur ein bestimmtes Fenster. Und da könnt ihr unter Projekt, Einstellungen, Standardplayer auch den Fenstermodus aktivieren. Ich stelle da mal eine vernünftige Größe ein. Und ihr seht auch, ihr habt hier auch mehr Möglichkeiten zur Steuerung. Ihr könnt auch gleich sagen, es soll gleich pausiert starten und per Mausklick vor und zurück. Das könnt ihr alles machen, müsst ihr aber nicht. Es erleichtert vielleicht den Ablauf, wenn ihr wirklich viel vor euch habt. Wirklich ganz praktisch ist halt dieser Fenstermodus. Den habe ich jetzt mal aktiviert. Und wenn ich jetzt hier oben auf Starten gehe, dann öffnet sich, wie ihr seht, so ein Fenster. Und ihr könnt es schon alles vorbereiten und wenn dann eure Videokonferenz startet, dann gebt ihr auch wirklich nur dieses Fenster hier frei und könnt auch eure Zuschauer und Zuschauerinnen noch sehen.
Jetzt rede ich hier die ganze Zeit von Bildschirm freigeben und Fenster freigeben und einige von euch fragen sich vielleicht, okay, schön und gut, aber wie mache ich das? Erstmal gehe ich hier in Stages wieder zu den Einstellungen und gehe mal wieder in den Vollbildmodus. Und ich drücke hier auch gleich schon mal auf Starten, lasse das hier so ein bisschen anlaufen, dass auch das erste Bild schon kommt, aber drücke dann jetzt gleich wieder die Leertaste. Und ich möchte euch mal das erste Videokonferenz-Tool zeigen. Jeder hat da sicherlich schon so seinen Favoriten, aber ich muss sagen, ich finde Google Meet ziemlich toll. Ich öffne das mal. Bei Google Meet habt ihr den Vorteil, dass niemand, ihr nicht und auch nicht eure Zuschauer und Zuschauerinnen, extra jetzt nochmal ein Programm auf dem Computer installieren müsst. Auf dem Handy geht es ganz einfach, da könnt ihr einfach diese Google Meet App installieren und das ist auch super schnell erledigt. Dann könnt ihr hier eine neue Videokonferenz starten. Schön ist auch, dass ihr für später schon mal einen Link erstellen könnt. Das heißt, wenn ihr am Wochenende gerne mal eine Online-Diashow zeigen möchtet, dann könnt ihr schon mal unter der Woche den Link erstellen und den allen schicken. Und dann sind die dann auch hoffentlich pünktlich zur Stelle, wenn es losgeht. Wir gehen jetzt mal auf Sofortbesprechung starten und gleich werdet ihr noch einen Grund sehen, warum ich Google Meet besonders gut finde. Seht ihr das hier unten? Google Meet zeigt live eine Bildunterschrift an zu dem, was ich gerade hier spreche. Es ist nicht immer alles super korrekt und stimmt nicht immer 100% überein, aber je deutlicher man spricht, desto besser kann Google Meet das auch als Text wiedergeben. So, ich schließe das jetzt mal und dann zeige ich euch mal, wie ihr da eine Diashow präsentieren könnt. Und zwar unten rechts findet ihr hier das Feld Jetzt präsentieren. Da könnt ihr sagen, ein ganzer Bildschirm, ein Fenster oder ein Tab. Und ich sage jetzt mal ein Fenster und zwar das von Stages. Da habt ihr es schon, da seid ihr schon drin im Fenster. Ihr könnt hier auf Play gehen, dann geht es gleich los. Oder auch mal mit der Leertaste wieder stoppen. Oder wenn es gestoppt ist, wieder mit den Pfeiltasten dann Stück für Stück weitergehen. Jetzt sage ich mal Freigabe beenden und wir können gleich zum nächsten Tool springen. Im letzten Video haben einige von euch geschrieben, dass sie gerne sehen würden, wie das in Microsoft Teams funktioniert. Da muss ich auch sagen, das ist ziemlich einfach. Ihr habt hier euer Microsoft Teams. Das bekommt ihr im Microsoft Store. Das hat, glaube ich, jedes Windows 10 diesen Store. Da könnt ihr euch das installieren. Da müsst ihr wahrscheinlich noch ein Microsoft-Konto einrichten oder euch irgendwie anmelden. Und dann seid ihr auch schon drin. Das ist hier ziemlich simpel, die Oberfläche. Ihr könnt dann hier auf dieses Kamerasymbol gehen, neue Besprechung. Ihr könnt dann hier auch diesen Link kopieren und den dann an eure Freunde senden. Und da gibt es hier auch dieses Symbol zum Freigeben von Inhalten. Und da klickt ihr drauf. Und jetzt könnt ihr wieder zu dem Fenster hier gehen. Das klappe ich mal ein. Und dann seht ihr ja, dass es hier so rot umrandet ist. Und damit zeigt euch Microsoft Teams einfach an, dass dieser Bildschirmbereich jetzt auch für eure Zuschauer und Zuschauerinnen freigegeben ist. Jetzt könnt ihr wieder fröhlich loslegen und wieder mit der Leertaste pausieren oder weitermachen mit den Pfeiltasten vor oder zurück, wie ihr wollt. So, auch hier verlasse ich mal das Meeting wieder. Und das dritte Tool, das kennt ihr bestimmt schon. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, erstmal ein Meeting zu planen. Also, dass ihr wieder allen vorher schön Bescheid sagen könnt. Ihr könnt aber auch gleich loslegen. Das machen wir jetzt mal. Und hier habt ihr auch die Möglichkeit, den Bildschirm freizugeben. Da gebe ich jetzt mal den frei, wo Stages drauf ist. Und dann kann ich hier wieder starten und ihr seht, Zoom hat diesen grünen Rahmen und da kann ich alles steuern. Der Vorteil hier bei Zoom ist, dass ihr oben drüber noch die Bilder der Teilnehmer, also die Videos der Teilnehmenden hier sehen könnt. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe zwei Bildschirme. Das ist auch der Vorteil, wenn ihr im Fenstermodus arbeitet.
Wenn ihr im Fenstermodus arbeitet, dann könnt ihr euch das Fenster zum Beispiel auf den zweiten Bildschirm ziehen und dann einfach nur diesen zweiten Bildschirm freigeben. Dann sehen die anderen auch nicht, was ihr gerade noch so für Fenster aufhabt. Ich hoffe, euch hat es geholfen und ich hoffe, ihr zeigt ganz viele Videos, Fotos, Diashows euren Freunden und habt eine schöne Zeit auch online zusammen. Bis zum nächsten Video. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat oder lasst ein Abo da. Bis bald. Tschüss.